Hej, mit navn er Kali. Jeg er Garcia og gammel. Jeg mærker mig selv lykkelig ud. Min øringsfarve er rødt og sort. Ist tatsächlich soweit. Im Sommer 2022 starten wir unsere Reise in den Norden. Leine los! Die letzten zwei Jahre waren dadurch geprägt, dass wir zum einen durch Corona immer wieder die Rückschläge unserer Planung und unserer Ausführung unserer Fahrten hinnehmen mussten und zum anderen auch im letzten Sommer mit den Umgebungsvariablen nicht ganz so zurechtkamen. Wir hatten ein Hochwasser zu beklagen im Rhein, das uns genötigt hat, unsere Fahrziele aufzugeben. Jetzt in diesem Jahr scheint aber alles glücklich. Corona ist in geregelten, ordnungsgemäßen Bahnen, so glauben wir zumindest. Und das Hochwasser lässt sich zurzeit auch nicht sehen. Wir haben den Beschluss gefasst, endlich eine Fahrt zu tun, die wir lange vorbereiten wollten und in dem wir endlich etwas Neues sehen konnten. Es geht also nach Dänemark. Da wir uns aber auch gar nicht so richtig für ein einziges Ziel festlegen konnten, haben wir einfach geplant, wir fahren um Dänemark herum, zumindest größtenteils. Jetzt werden viele von euch sagen, dass es doch gar nicht so leicht ist, in diesen Zeiten einen so großen Turn zu machen. Allein schon, wenn wir nur daran denken, dass wir einige Meilen fahren wollen und dabei bestimmt auch einiges an Sprit verbrauchen werden. Und das stimmt natürlich auch. Aber wir machen uns viel mehr Sorgen um die zwei großen möglichen Hindernisse, die unserer Fahrt gefährlich werden können. Das ist die Technik, die bitte 100% funktionieren soll, und natürlich auch das Wetter. Das nächste knappe Gut auf unserer Reise ist die Reisezeit. Und da geht's auch schon gleich los. Unsere Frau und Mutter kann leider die Fahrt nicht mit uns gemeinsam antreten. Sie muss noch eine Woche länger arbeiten. Das Sportbund Magic Moments kommt aus dem Eisenbahnhafen, geht in den Rheinsaal. Nun geht's aber erstmal los. Und da wir Dänemark über die Nordsee erreichen wollen, machen wir uns heute auf und fahren erstmal den Rhein zu Tal. Geplant ist es, heute ungefähr bis an das Eiselmeer zu fahren, und somit haben wir dann eine gute Ausgangslage für den nächsten Tag, bei einem brauchbaren Wetterfenster über das Eiselmeer zu fahren und die Wattensee. Wie man schon erkennen kann, haben wir heute kein bestes Reisewetter. Es ist auch noch Regen angesagt für den restlichen Tag. Naja, alles in allem, es könnte allerdings schlimmer sein. Uns kommt zugute, dass wir diesen Fahrabschnitt heute schon ganz gut kennen und uns deshalb nichts Neues bevorsteht. Das ist auch ein Teil einer guten Vorplanung. Wir starten beim Rheinkilometer 781 und voraussichtlich beenden wir unsere Reise heute bei Kilometer 995.
Schnell sehen wir mehrere Schubverbände, die mit 6 Leichtern und Kohle beladen bergauffahren. Das hat mit Sicherheit zu tun mit der aktuellen Energiesituation, geschuldet dem Ukraine-Krieg. Ungefähr 2 Stunden haben wir die holländische Grenze erreicht. Hier wollen wir einen kleinen Zwischenstopp machen, denn wir müssen noch etwas tanken. Hier in Debiland gibt es eine der seltenen Tankstellen, die direkt am Rhein stationiert sind und wo es neben Diesel sogar auch noch Benzin gibt. Der einzige Nachteil ist die kleine Zufahrt, die es manchmal auch in Sachen Tiefe in sich hat, insbesondere bei geringem Rheinwasser. Momentan können wir das bestätigen. Unsere Tochter hat bestimmt schon einige Seemeilen auf dem Boot hinter sich, aber zu Beginn der Fahrt und nach so langer Pause kann man einige Dinge nochmal auffrischen. Nicht der hier, ein weiter. Jetzt nehmen. Pass auf, ich halte an. Ja, halt gut fest. Wir haben voll getankt und brauchen jetzt bestimmt vor morgen Abend nicht mehr rechts ranzufahren. Die Preise haben wir jetzt auch kennengelernt, denn bei uns zu Hause gilt zurzeit noch der Tankrabatt. Den gibt es hier in Holland leider nicht. Nun gut, damit haben wir gerechnet, so ist es wohl. Viele deutsche Wassersportler lieben das holländische Grenzgebiet. Der alte Baggersee Debiland ist ein Eldorado für Daycruiser und so trifft man diese Gattung hier vermehrt an. Wir kommen jetzt an die Gabelung, in der der große breite Rhein sich aufteilt in den Waal Richtung Rotterdam und in den Panadensch-Kanal, den wir jetzt befahren, denn wir wollen ja schließlich zum Eisenmeer. In dem schmaleren Fahrwasser wird es sofort merkbar ruhiger
obwohl die Strömung kaum an Geschwindigkeit verliert. Geschwindigkeitseinschränkungen gibt es hier nur im Bereich von Städten, über Häfen oder Kreuzungen. Und ansonsten gilt hier Freifahrt für freie Bürger. Hier haben wir eine Zone mit maximal 20 Stundenkilometern. Der nächste Abzweig. Links geht es nach Arnheim, weiter auf dem Niederrhein. Und der rechte Zweig, auf dem wir fahren, heißt jetzt endlich Eisel. Duisburg ist die erste Stadt an der Eisel mit einem echten Must-See-Charakter. Sütphen ist der nächste Ort mit einer sehr, sehr schönen großen Altstadt, die man wirklich besuchen sollte. Es gibt drei Häfen, die entlang der Stadt liegen. Wir empfehlen eigentlich immer gerne den etwas außerhalb gelegenen Maashafen, der sehr, sehr ruhig liegt. Wer glaubt, dass die Fahrt auf der Eisel entspannt ist, der irrt. Es gibt viele Gierfähren und andere mit Seilantrieb, von denen man weit wegbleiben muss. Bei schneller Fahrt sollte man weit vorausschauen, um zu erkennen, ob sie ablegebereit sind. Bremsen tut dann Not. Gleichzeitig versucht man immer, der anderen Schifffahrt so weit wie möglich auszuweichen, um deren Kontakt mit der eigenen Heckwelle abzumildern. Und dann haben wir es geschafft. Kampen und der Bovenhafen sind erreicht. Nach einem Tag mit durchwachsenem Wetter, aber sonst problemfreier Fahrt, sind wir nach 214 Kilometern am Ziel. Zuvor haben wir noch angerufen und nach einem Platz gefragt. Das war auch ganz gut so, denn dann wurde der letzte schöne Platz für uns reserviert. Da wir den Hafen kennen, wissen wir auch sofort, welchen Platz der Hafenmeister für uns bereitgehalten hat. Oh, alles voll! Das war nur ein kleiner Vergucker. Vielleicht sollte der Skipper mal die Sonnenbrille abnehmen, dann klappt's besser. Es gibt kaum Wind und so können wir uns auf ein leichtes Anlegemanöver freuen. Die Decksfrau bereitet alles vor und wird komfortabel uns an den Steg bringen. Weiß ich nicht, ich sehe nämlich nichts. Ich glaube, wir werden jetzt einen Stich gedrückt. Kann eigentlich gar nichts passieren. Lass rein! Kampen besuchen wir jetzt zum dritten Mal. Aber heute fehlt uns die Lust auf einen Besuch der City. Der Hafen bietet alles, was man braucht, kostet nicht viel und ist familiär. Darfst dich wieder bewegen, es ist ja ein Video. Uns steht immer der Besuch von Spielplätzen auf der Wunschliste. Und nicht weit weg vom Hafen
haben wir auch einen gefunden. Danach gibt es Abendessen an Bord, denn wir haben uns vor Fahrtantritt gut und ausreichend proviantiert. Der zweite Tag, es geht los und wir legen in Kampen ab. Heute ist der Plan, durchs Eiselmeer zu fahren und danach in die Waddensee zu stoßen. Unser Zielhafen heute Abend wird Harling sein. An dieser Stelle jetzt mal ein paar Dinge zu unserer gesamten Turnplanung. Wir haben ja den Trip nach Dänemark nicht einfach so aus dem Hut gezaubert, sondern uns schon einige Gedanken gemacht. Insbesondere wollten wir eigentlich, bevor unser Sommerurlaub anfängt, das Boot bereits schon zur Grenze der Nordsee gebracht haben. Am liebsten sogar. Oh, da ist ein Hai, Papa. Geh die Hai an Steuerbord. Entschuldigung für die Unterbrechung durch ein Hai, da mussten wir leider raus. Also wir wollten am liebsten das Boot zur Nordsee gebracht haben, vielleicht Hamburg, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremerhaven. Das hätte uns eine gute Ausgangslage dann beschert, damit wir von dort aus nach Norden, nach Dänemark starten konnten. Das hat allerdings leider nicht ganz so geklappt, wie wir wollten, denn wir hatten auch noch einige technische Probleme, die sich sehr in die Länge gezogen haben. Das war nicht spektakulär, aber es hat eben unsere Pläne zunichte gemacht. Deswegen fahren wir jetzt anders. Der gesamte Sommerurlaub war und ist auf 3 Wochen angelegt. In dieser Zeit wollten wir eben halt das dänische Festland umrundet haben. Aber so mussten wir jetzt noch unsere Anreise quasi vorne wegnehmen und haben noch eine Woche, dran gehängt. Im Sinne von, wir fahren vorher das Boot erstmal an die Nordsee. Deshalb ist auch unsere Frau und Mutter leider jetzt nicht dabei. Hier ist jetzt die Eisel zu Ende und wir stoßen ans Kettelmeer. Wir finden hier auch sogleich den ersten interessanten Beifahrer, der scheinbar sehr, sehr ordentlich abgeladen hat. Mal was zum Staunen. Das Wetter bleibt beständig und vor allen Dingen trocken und so kommen wir schnell über das Eiselmeer voran. Was uns erstaunt ist, in welcher kurzen Zeit hier große Windparks entstanden sind. Und schwupps sind wir schon bald am Abschlussdeich. Wir kommen langsam aber sicher auf die Schleuse in Kornwerder Sand zu. Hier heißt es erstmal warten,
denn die Schleusen in Holland verfahren schlicht und ergreifend nach dem Prinzip, viel hilft viel. So warten wir einfach so lange, bis genügend Boote da sind, damit wir die Schleuse anständig vollstopfen können. So gehört das. In der Waddensee ist Flut und so haben wir sage und schreibe 15 cm zu überwinden. Na gut, man hätte auch gleich durchfahren können, aber so ist es eben halt. Wir warten, sind jetzt durch und auf geht die Tour durch die Waddensee. Harlingen sind es ungefähr 10 Seemeilen von der Schleuse und deswegen dauert es auch nicht lange, bis wir da sind und fahren in den großen Vorhafen ein. Gleich dahinter ist die Schleuse, die nach Binnen geht, da müssen wir durch. Dann geht es einige Kilometer Richtung Binnen, damit wir dort nochmal tanken können. Der Kollege hinter uns hält sich jetzt seit geraumer Zeit schon hier am Steg fest und blockiert für alle weiteren Tankwilligen hier die Zufahrt. Wegen irgendeines technischen Problems hat er wohl Diesel verloren, muss allerdings deshalb den Schlachtplatz nicht räumen, sondern bleibt da gefälligst liegen, bis alle anderen hübsch brav sich eingereiht haben. Der Kollege bekam von uns den Beinamen das technische Problem. Wir fahren jetzt zum Binnenhafen, denn in Harlingen ist viel, viel los und wir hoffen hier besser unterzukommen als in den Außenhäfen. Deshalb haben wir natürlich vorher mal wieder angerufen. Man hat uns auch Platz Nummer 38 freigehalten. Wunderbar. Nur finden wir Platz Nummer 38 jetzt belegt, durch ein Segelboot. Wir haben später dann mit der Hafenmeisterin aber gesprochen, warum wir dort nichts mehr frei hatten. Und sie sagte, das wäre wohl ein Irrtum gewesen, freie Plätze gibt es nur für Segelboote. Leider können wir das nicht ganz nachvollziehen, denn hier liegen eigentlich auch genug Motorboote, die ebenfalls heute frisch erst angereist sind. Wir können es noch sehen. Sei es wie es will, wir fahren in den Kanal hinein und bekommen wirklich den allerletzten Platz, so dachten wir, den man hier noch haben kann. Direkt vor der endlichen Brücke. Nun gut. Aber wir hatten die Rechnung ohne das technische Problem gemacht. Der Kollege von der Tankstelle hat sich noch direkt hinter uns gelegt. Beim Anlegemanöver, wo wir geholfen haben, hat er uns dann fast noch ins Wasser geschickt. Dieser holländische Charterbootfahrer hat nicht mehr unser Wohlwollen. Oh nein. Ach ja, der Spielplatz. Erwähnte ich schon, dass die Außenhäfen in Harlingen immer gut gefüllt sind? Ich glaube, wir taten gut daran, woanders zu liegen. Aber das ganze Freizeitvergnügen findet auch hier statt. Neben den Häfen hat Harlingen auch eine sehr schöne Innenstadt und lädt hier zum Bummeln und Verweilen ein. Hafenkino gibt's natürlich immer on top. Das ist eigentlich nicht die Art von Hafenkino, die ich meinte, wird aber auch unterhaltsam genommen.
Es ist Dienstag und wir fahren wieder. Es geht zurück auf den Wattensee, aber vorher müssen wir durch die Seeschleuse. Oh no, was ist das? Das technische Problem direkt vor uns in der Schleuse. Wenn das mal gut geht. Gestern Abend haben wir noch festgestellt, dass unsere Steuerbordmaschine Kühlwasser verliert. Wir haben es wieder aufgefüllt und müssen jetzt drauf beachten. Sicher ist aber, dass es im Maschinenraum austritt. Nun gut, wir halten ein Auge drauf. Was wir auch noch beachten müssen, ist der Kalender. Heute ist Dienstag und am Freitagabend sind wir verabredet mit unserer Frau und Mutter. Und zwar in Wilhelmshaven. Das klingt nach viel Zeit, aber wer weiß, was uns noch alles dazwischen kommt. Insofern haben wir uns entschieden, heute eine Abkürzung zu nehmen. Die Crew bei der Arbeit. Das Kimstergat ist ein Wattenhoch direkt vor der Küste Harlingens. Und das wollen wir heute abfahren. Es ist wirklich sehr flach für uns, aber wir kennen es schon. Vor 2 Jahren waren wir schon einmal hier und es hat gepasst. Erfahrungsgemäß bleiben wirklich nur ein paar Zentimeter unter dem Kiel und so sind wir sehr gespannt, ob es diesmal auch wieder so gut klappt wie vor 2 Jahren. Mit einem Tiefgang von 1 Meter nähern wir uns jetzt der flachsten Stelle. Die Anzeige bedeutet hier Tiefe unter der Wasserlinie. Natürlich nimmt der Wert ab, aber wann ist Schluss? Oje, da sind nur noch Zentimeter unter Rumpf und Antrieb. Der Tiefenmesser hat jetzt aufgegeben. Wir schlabbern schon quasi über den Grund. Und genau da ist es passiert. Wir wurden immer langsamer und saßen auf. Aber wir waren schon zur höchstmöglichen Tide dort. Was sollen wir tun? Wir müssen weiter. Also kämpfen wir uns mit sanfter Gewalt raus und es geht. Nachdem wir das hinter uns gelassen haben, konnten wir allerdings noch ein gehöriges Stück gleiten. Das bringt uns unserem Ziel, dem Bornriff, etwas näher. Und auch hier die Erinnerung an die Fahrt vor 2 Jahren. Wir kämpften uns durch eine Brandung, die sich gewaschen hatte. Und heute? Seelenruhig gleiten wir über das flache Wasser. Wir müssten ausschließlich gerade mal an der flachsten Stelle etwas Fahrt rausnehmen, damit wir nicht zwischen den Riffs und den Flachs auflaufen. Und danach geht es gleich wieder weiter. Die Welle steht wieder günstig für uns und wir können den Gleitpfad Richtung Westen zu den ostfriesischen Inseln fahren. Wir haben einen Heidenspaß an den günstigen Bedingungen und freuen uns, auch frühzeitig am Ziel zu sein. Das allerdings liegt dann schon wieder in der Ebbe. Und somit bleibt auch nur eine einzige Möglichkeit, heute noch unterzukommen in den ostfriesischen Inseln, nämlich Norderney. Wir haben vor dem Urlaub noch ein Radar bekommen und eingebaut. Jetzt haben wir die Gelegenheit für praktische Übungen mit dem Gerät. Die Reichweite und die Genauigkeit verblüffen uns. Klasse auf dem Bild zu erkennen ist das Radarecho des Windparks Rifgat vor Borkum, oben rechts. Und da ist er auch schon, der Windpark Rifgat, einer der ältesten in Deutschland. Und nach einer sehr angenehmen Fahrt heute erreichen wir dann unser Tagesziel. Wir kommen nach Norderney. Die Silhouette mit den Hochhäusern, die sieht man schon von Weitem. Und es gibt auch kaum in der Nähe eine andere Insel, die mit ihren Besucherzahlen so offen anzugeben scheint wie diese Insel. Und wir sind da. Wir bekommen einen Platz in einer Box
Also es scheint noch nicht ganz so voll zu sein wie in sonstigen Hochzeiten. Und wir können uns dann ganz in Ruhe erstmal, auf den Spielplatz konzentrieren. Was sonst? Wir haben jetzt die Umgebung gesehen und bereiten uns vor auf unseren Ausflug in die Stadt. Denn wir haben Hunger und möchten ganz gerne hier was essen. Na klar, schauen wir uns erstmal alles wieder in Ruhe an. Die Häuser in der zweiten Reihe sehen hübsch aus, aber die Hochhäuser gehen gar nicht. 12 Stöcke. Dann laufen wir durch die Stadt und sind erschrocken, denn viele Geschäfte und Restaurants haben zu. Sie sind verbarrikadiert und haben geschlossen. Hier hat scheinbar Corona wirklich Spuren hinterlassen. Und dann war da noch die Frauenfußball-EM im Fernsehen. Was für eine herrliche Nebensache. Wir kommen ja schon wiederholt nach Norderney und müssen jedes Mal wieder feststellen, der Hafen und seine Einrichtungen sind klasse, auch der neue Hafenmeister ist fürchterlich nett, aber der Rest der Insel, insbesondere halt überall da, wo die Touristenhochzentren stehen, der begeistert uns persönlich nicht so sehr. Aber weit und breit sind alle anderen ostfriesischen Inseln nur bei Hochwasser zu erreichen. Dieser Hafen macht die Ausnahme. Der Eindruck, den wir in der Stadt gewonnen haben, der hat uns wirklich erschrocken. Wir haben heute Abend nicht dort essen können, denn die Restaurants, die geöffnet hatten, waren sehr gut besucht und hatten ohne Reservierung keine freien Tische, während die anderen geschlossen hatten. So ging uns das auch mit vielen Geschäften. Gleichzeitig erstaunt uns, dass in vielen Geschäften absolute Maskenpflicht herrscht. Das hat uns natürlich kalt erwischt, wir hatten unsere Masken nicht dabei. Dann haben wir noch einmal bei einer Kontrolle erkennen müssen, dass unser Motor schon wieder Kühlwasser verloren hat. Eine unschöne Sache. Es ist noch nicht so viel gewesen, aber das macht uns langsam Sorgen. Heute erwartet uns ein klasse Wetter an unserem 4. Reisetag und wir machen uns auf zu unserem nächsten Ziel. Freundinnen unserer Tochter machen gerade Urlaub auf der Nachbarinsel, auf Langeoog. Und wir haben gestern erst besprochen, dass wir dort noch einfach mal vorbeifahren könnten. Also haben wir uns verabredet, heute Nachmittag auf Langeoog zu einem gemütlichen Treffen. Uns passt das eigentlich sehr gut, denn ansonsten wären wir tatsächlich wohl viel zu früh in Wilhelmshaven. Schließlich waren die Bedingungen uns hold und wir konnten gut fahren und müssen uns auch für die nächsten Tage eigentlich keine großen Sorgen machen um die Weiterfahrt. Und wie so oft haben wir auch hier nette Nebenlieger gehabt, mit denen wir schnell ins Gespräch kamen und einiges ausgetauscht haben. Sie kamen aus Borkum und haben eine große Tour gemacht. Wir waren letztes Jahr auf Borkum. Und wir hatten uns was zu erzählen. Es gibt noch etwas Tolles hier auf Norderney. Eine Bootstankstelle. Die sind hier sehr, sehr rar gesät und wir nutzen die Chance, noch einmal den Tank voll zu machen. So, da siehst du dieses blaue Schild da. Genau, wo die zwei Leute gerade herlaufen. Ja. So, und da ein Stückchen weiter links ist der Voller. Unten am Boot.
in Wilhelmshaven gibt es leider keine Möglichkeit zu tanken. Das heißt, wir werden danach erst wieder auf Helgoland an den Diesel kommen. Wir machen also lieber nochmal 100 Liter in den Tank, damit wir nicht trocken laufen. Okay, jetzt wirst. Ungefähr. Nicht holen. Nicht holen. Nicht holen. Den Tankwart kennen wir bereits aus dem Vorjahr, ein netter Kerl, der auch erst vor einiger Zeit übergesiedelt ist und sich hier niedergelassen hat. Er erklärt uns die Situation mit den geschlossenen Geschäften und Restaurants hier im Detail. Tatsächlich hat Corona seine Spuren hinterlassen und mittlerweile gibt es auch kein Personal mehr. Und so bleibt es halt dabei, dass viele Geschäfte aufgeben mussten. Eine Dramatik, sondergleichen. Er sagte, Norderney kämpfe ums Überleben, wirtschaftlich gesehen. Nicht ein Tropfen daneben, er lohnt sich gar nicht. Jedes Mal hole ich die 10, aber ich brauche die nie. Aber lässt du sie weg, ne? Ist doch klar, dann. Okay, ich gebe Zahlen. Ja. Ja, einmal ohne zu rufen. Ja, ich hab's befürchtet. Lässt sich das nicht vermeiden? So werden also größere Warenlieferungen vom Festland zur Insel verschafft. Nun gut, haben wir auch mal gesehen. Der Abschied von Norderney und seiner unpassenden Bebauung fällt uns eigentlich nicht schwer. Der Hafen ist klasse, die Insel, naja, da können sich andere dran erfreuen. Heute fahren wir nur knapp 19 Meilen und so werden wir schon in anderthalb Stunden an unserem neuen Ziel sein. Auch Langeoog kennen wir schon und so werden wir uns heute nicht davon überraschen lassen, dass unser Liegeplatz eventuell bei der Ebbe trocken fällt. Das ist uns vor 2 Jahren hier mal passiert, ohne dass wir darauf vorbereitet waren. Wir haben den gleichen Platz wie vor 2 Jahren gewählt und werden genau schauen, was passiert. Wir bereiten uns entsprechend vor und trimmen erst einmal unsere Antriebe hoch, damit wir dann auch beim Trockenfallen wenig Probleme haben werden. Am Nachmittag radeln wir dann in den Ort und bereiten uns auf das Treffen mit den Freunden vor. Die Inselbahn verkehrt zwischen Hafen und Bahnhof und transportiert die ganzen Reisewilligen mit ihrem Gepäck, die natürlich keine Fahrräder dabei haben. Und dann ist es soweit. Die drei Freundinnen haben sich weit weg von zu Hause wieder. Das Wetter ist klasse und so wollen wir gemeinsam zum Strand. Da gibt es ein kleines Picknick. Später werden wir alle nochmal gemeinsam ins Meer springen. Los! Es wird noch ein langer und schöner Abend, bis wir wieder zurückfahren. Und heute gibt es auch dann einen sehr, sehr guten Restaurantbesuch.
Ach ja, und bei Ebbe lagen wir tatsächlich fest auf dem Grund. Tag 5 und wir haben lange hin und her überlegt, was wir heute machen. Bleiben wir noch einen Tag auf der Insel oder fahren wir vielleicht nochmal zur Nachbarinsel, besuchen Wangerooge, Spiekeroog? Wir haben uns dazu entschlossen, heute schon nach Wilhelmshaven zu fahren. Das liegt am Wetter, was gemeldet ist. In den nächsten Tagen soll es windig und stürmisch werden. Jetzt haben wir auflaufendes Wasser und das ist prima für uns. Denn wir fahren später nach Osten mit dem Strom und wollen später noch in die Jade einfahren. Das hilft uns dann natürlich auch nochmal zusätzlich. Der Nachmittag gestern hat den Kindern am Strand sehr gut gefallen und wir hoffen natürlich, dass wir während unseres Urlaubs noch viele solcher Tage haben werden. Aber das Wetter wird in den nächsten Tagen uns diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung machen. Bei der Motorkontrolle gestern Abend gab es Entwarnung. Kein neuer Kühlwasseraustritt. Der Wind hat etwas aufgebriest und heute Nachmittag soll es schon Regen geben. Da sind wir sehr gespannt, wie wir heute durchs Wasser kommen werden. Gerne wären wir heute auch einmal durchs Watt gefahren, aber mit dem angesagten Wetter waren wir uns dann doch nicht ganz so sicher, ob das die gute Alternative sei. Wir haben den Weg außenrum uns ausgesucht und fahren jetzt wieder nach Norden, heraus aus dem Seegat und dann entlang allen ostfriesischen Inseln, die es noch gibt. Zunächst fahren wir in Gleitfahrt Richtung Seegat hinaus, aber je weiter wir uns in die Nordsee bewegen, umso schwieriger werden Wind und Welle, weil die gegen uns stehen. Wir haben Fahrt herausgenommen, denn ansonsten wäre es doch sehr, sehr unruhig gewesen. Jetzt schaukelt es schon ganz gut und wir sind froh, dass wir die Wellen nicht in Gleitfahrt nehmen müssen. Nach der Kursänderung hinter dem Seegat haben wir die Welle von leicht schräg hinten. Naja, das geht wieder ganz gut und wir können auch dann wieder in Gleitfahrt kommen. Wir fahren an Wangerooge vorbei und stellen fest, dass wir diese Insel noch überhaupt nicht kennen. Weder zu Fuß noch mit dem eigenen Boot. Auch die Jade haben wir noch nie befahren. Jetzt stoßen wir zum ersten Mal vom Norden aus Richtung Wilhelmshaven vor und schauen uns auch die großen Terminals alle mal an.
Schließlich gibt es hier das einzige Tiefwasserterminal, was wir in Deutschland haben und was wirklich allen Frachtern bis zu 14 Meter Tiefgang Gelegenheit bietet, anzulanden. Und dann gibt es ja dieses brandheiße Thema, dass hier jetzt unser erstes LNG-Terminal entstehen soll. Deutschland bekommt kein Gas mehr von Russland durch die Pipelines, also wird Flüssiggas in Wilhelmshaven angelandet werden. Viele Jahre war hier an dem großen Container-Terminal einfach nichts los. Alle fuhren nach Hamburg, aber das hat sich etwas geändert. Mittlerweile landen hier einige Frachter an. Es könnten auch in Zukunft noch mehr werden. Hinter dieser kleinen Seeschleuse liegt die Made und darin im Fluss ein kleiner Hafen. Wir haben uns schon bereits vor Antritt der Fahrt Gedanken gemacht, dass wir dort in diesem Hafen vielleicht unser Boot liegen lassen könnten, wenn wir wieder zurückkommen aus der Ostsee. Also haben wir uns vorbereitet, haben dort einen Liegeplatz gebucht und natürlich auch schon gleich einen entsprechenden Leihwagen, den wir gleich hier in der Nähe abholen können. Dann haben wir Gelegenheit, zu einem späteren Zeitpunkt das Boot wieder zurück in die Heimat zu holen. Wilhelmshaven ist nach wie vor der größte deutsche Marinestützpunkt, den wir haben. Hier im Vorhafen liegen die meisten deutschen Militärschiffe. So, kannst du sehen, was auf dem Schild steht hier vorne an dem ersten Steg? Wir fahren am Vorhafen dran vorbei und etwas weiter zum sogenannten Nassauhafen. Hier wollen wir liegen. Zur Not könnte man ja hier außen liegen, ne? Ja, okay, das wäre also unser Notstopf. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob da Boxen frei sind noch. Dieser Hafen hier am Janebusen hat den Vorteil, dass wir nicht erst durch die große Seeschleuse müssen, um ihn zu erreichen. Wir fahren rückwärts rein, Kelly. Also linke Seite anlegen, links. Links. Such dir eine Klampe. Noch 2 Meter, 1 Meter. Okay, ich bremse mal. So, wie sieht's aus? Ja, Hauptsache, du hast erstmal 2-3 Knubbel drüber. Kaum haben wir angelegt, kommt der Regen. Der war gemeldet und wir sind quasi vor den Wolken hergefahren. Wir sind sehr froh, dass wir uns das erspart haben, während der Fahrt zu liegen. Das unbeständige Wetter soll sich noch anschließen, soll morgen anhalten und der Wind soll auch noch deutlich zunehmen. Ans Fahren wollen wir dabei lieber nicht denken. Da passt es gut, dass wir morgen hier einen Day-Off haben. Spielplätze sind hier in der direkten Umgebung eher Mangelware. Aber die Tochter hat ein anderes Ziel, was sie schon kennt, aber nochmal wieder aufrollt. Wir gehen ins nahegelegene Aquarium. Die Anlage hier in Wilhelmshaven ist nicht super groß, aber doch mit Liebe gemacht und es gibt hier eine tolle Show mit heimischen Tieren. So, ganz wichtig, der erste Fisch immer für den Chef, damit er nicht beleidigt ist. Dann bekommt der Ole was zu futtern. Der Piet bekommt auch was, der hat zwar noch nichts gemacht, der zeigt uns jetzt was anderes. Ein Seehund hält sich mit Kauen auf. Die schnappen sich so einen großen Fisch und schlucken ihn einfach heile runter. Guck, da ist die Makrele. Da war die Makrele, ne? Guck. Das ist mittlerweile der beste Mann hier auf dem Platz. Dribbelstark, zweikampfstark, mit eingebauter Torgarantie. Ah, sieht gut aus, ne? Jetzt Kurve kriegen und zack, siehst du wohl. Sehr schön, Ole. Warte. Blauen.
So, das war kurzweilig und hat Spaß gemacht. Draußen hat es inzwischen schon ordentlich abgeregnet und dann können wir noch so ansatzweise mit trockenen Füßen wieder nach Hause kommen. Auf dem Weg zurück zum Boot stellen wir fest, es ist Ebbe. Und hier gibt es eine wirkliche Besonderheit. Wir haben heute zum ersten Mal in unserem Leben etwas ganz Neues gesehen. Wir haben einen Wasserstand, der unter dem Kartennull ist. Rechts unten zu erkennen, es ist eingekreist. Tatsächlich sind wir auch hier im Hafen schon fast wieder auf Grund, obwohl er erst vor einem Jahr ausgebaggert worden ist. Nirgendwo in Deutschland ist der Tidenhub so groß wie hier in der Jade. Dann taucht auch noch die Dübbelmoos 2 auf, ein selbstgebauter Katamaran mit zwei netten Brüdern an Bord. Da kann man mal reinklicken, falls man sich dafür interessiert. Das Wetter ist heute etwas beständiger, weniger regnerisch, dafür aber mit viel Wind. Die Motorinspektion heute Morgen hat ergeben, dass wir literweise Kühlwasser verloren haben am gestrigen Tag. Das macht uns sehr, sehr nachdenklich, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Natürlich beginnen wir mit der Fehlersuche, müssen aber dann irgendwo leider ergebnisbefreit aufgeben. Wir können zwar erkennen, in welchem Bereich das Wasser austritt, aber wir haben die Leckage nicht gefunden. Zuallererst wollen wir aber links heute einkaufen. In Hafennähe gibt es leider nicht viel und so müssen wir uns zu Fuß auf die Socken machen und mit unserem Hacken Porsche in den nächstgelegenen Laden ziehen. Diese Brücke wurde noch vom Kaiser selbst eröffnet und wurde auch über all die ganzen Jahre in sehr gutem, tadellosem Zustand gehalten. Es war auch der Kaiser selbst, der vor über einem Jahrhundert diese Stadt zu einem der großen Militärstützpunkte gemacht hat. Nach dem Einkauf haben wir ihn dann endlich gefunden, den kleinen, mickrigen Spielplatz. Aber immerhin, er ist da. Der Hafen mit seinen Einrichtungen ist brauchbar und besonders preiswert. Wir haben hier insgesamt für 3 Tage einklariert, denn vor Sonntag wollen wir nicht weiterfahren. Das Wetter macht uns für die Fahrt nach Helgoland einen echten Strich durch die Rechnung. Die Zeit wollen wir auch nutzen, um uns dem Problem mit dem Kühlwasser mal zu stellen. Schließlich können wir so nicht dauerhaft weiterfahren. Um das mittlerweile ausgetretene Kühlwasser wieder aufzufüllen, müssen wir erst noch Nachschub besorgen. Wir haben nicht genug Kühlflüssigkeit. Aber zunächst müssen wir uns darauf vorbereiten, dass heute Abend unsere Frau und Mutter ankommt und wir sie am Bahnhof abholen. Seit kurzem gibt es ein 9-Euro-Ticket für die Deutsche Bundesbahn. Und so kommt es, wie es kommen musste. Die Züge sind dermaßen voll, dass sie natürlich mit Verspätung ankommen. Entsprechend machen wir uns heute Abend um 22.30 Uhr auf den Weg zum Bahnhof. Im strömenden Regen fahren wir mit unseren Rädern und einem dritten Rad für die Frau und Mutter, damit wir alle gemeinsam dann triefend nass wieder zum Boot zurückkommen können. Am nächsten Morgen ist die Laune besser und wir sind endlich vollständig. Gott sei Dank ist es heute Morgen trocken und so geht es mit dem Fahrrad zum sehr weit außerhalb gelegenen ATU. Der hat neue Kühlflüssigkeit, die wir hier dann im Mix wieder einfüllen können. Wir hoffen, dass es jetzt aufhört.
Wir haben auch eine Fehlerquelle ausfindig gemacht, die nach bestem Können beseitigt und hoffen, dass jetzt Schluss ist mit dem Wasserverlust. Man sieht schon, das Wetter wird besser und der Wind lässt nach. Gute Voraussetzungen für unsere morgige Fahrt nach Helgoland. Heute möchten wir nochmal ein Restaurant besuchen. Das gelingt uns auch und wir werden gut bedient. Von den vielen Zaungästen, die auch gerne im Restaurant etwas Teilhabe haben möchten, lassen wir uns nicht irritieren. Wir essen gut und viel. Heute ist unser letzter Tag in Wilhelmshaven. Morgen geht es Richtung Norden, damit wir endlich irgendwann mal demnächst in Dänemark ankommen. Denn das war ja schließlich fahrtechnisch nur das Vorgeplänkel. Hier endet unser erster Teil und wir laden euch natürlich ein, auch im nächsten wieder dabei zu sein, wenn es dann wirklich Richtung Norden geht. Im Hafen ist schon wieder Ebbe. Uns bleibt nur noch zu sagen, dass ihr uns gerne abonnieren dürft. Mit einer Glocke verpasst ihr auf gar keinen Fall den Start des nächsten Videos. Und wir freuen uns über eure Kommentare. Natürlich auch über ein Like. Für alle Handbreit.